22.50 Uhr. Es bleibt spannend. Mit den Nerven hat Jeffrey Dezahn offenbar keine Probleme. Obwohl Michael van Gerwen mit seiner nächsten 180 drückt, checkt der 22-Jährige seine 44 Augen mit dem dritten und letzten Pfeil über D8 zum 5:5. Wir gehen also mit einem Remis in die letzte kurze Pause. 22.48 Uhr. Die Maschine läuft heiß. Bei eigenem Anwurf lässt Michael van Gerwen derzeit gar nichts anbrennen. MVG feuert seine zweite 180 raus und marschiert mit großen Schritten gen Ziel. Nach 12 Darts warten nur noch 24 Punkte auf ihre Erlösung und die bringt wenig später die doppelte 12. 22.46 Uhr. Dezahn bleibt dran. Es ist schon klar ersichtlich, wie dieser Jeffrey Dezahn diesen Michael van Gerwen jüngst bei den UK Open mit 10:8 bezwingen konnte. Die Black Cobra lässt sich einfach nicht abhängen und glänzt vor allem bei den abschließenden Doppelfeldern. Tops bringt dem Herausforderer das 4:4, 22.44 Uhr MVG unzufrieden, aber in Front trotz zweier 140er in seinem nächsten Leg ist Michael van Gerwen unzufrieden mit seiner Leistung. Der Weltranglistenerste will einfach noch dominanter auftreten. Die Doppel-5 bringt Mighty Mike das 4:3, 22.43 Uhr ausgleicht stark, wie Jeffrey Dezahn jetzt hier dagegen hält. Der 22-Jährige kommt in seinem Leg als Erster in den Finish-Bereich und checkt dann auch seine letzten 24 Augen, da MVG ein 156er High-Finish auf D18 knapp verpasst. 22.37 Uhr alles wieder offen, das gibt es ja gar nicht. Da scheint Michael van Gerwen gerade voll am Drücker zu sein und dann kann er 66 nicht ausmachen. Dezahn muss seine 79 fast schon bringen und macht das ganz cool über 19, 20 und Tops. Mit einem 3:2 für Michael van Gerwen geht es in die erste kleine Pause, 22.35 Uhr. Nächstes Break, im vierten Leg sehen wir das dritte Break. MVG legt wieder einen Zahn zu und rennt durch Dezahns Leg. Nach 12 Darts stehen nur noch 36 Punkte auf der Tafel, die auch umgehend verschwinden. 22.33 Uhr. Dezahn ist angekommen, erste kleine Schwäche beim Top-Favoriten. Michael van Gerwen kann 52 mit 3 Pfeilen nicht wegmachen und lässt seinen Landsmann mit 57 nochmal ran. Die Black Cobra schnappt diesmal zu und bucht über 17 und Tops das 1:2, 22.31 Uhr irres Tempo. Beide spielen unheimlich zügig und lassen den Zuschauern kaum Zeit zum Atmen. Jeffrey Dezahn muss in seinem ersten eigenen Leg 92 bringen, bekommt aber gar keinen Pfeil auf ein Double. Und was macht Mighty Mike? Der trifft bei 84 Rest nur die 5, repariert das aber brillant über T19 und D11. Break für Michael van Gerwen, 22.29 Uhr. MVG schnappt sich das erste Leg. Michael van Gerwen kommt zunächst nicht gut in die Partie und trifft zweimal kein Triple. Dann aber nagelt die Nummer 1 eine feine 171 ins Brett und checkt anschließend auch 81 Punkte sicher über T19 und D12, 22.25 Uhr. Es ist angerichtet, die letzten Töne der Seven Nation Army verklingen und Michael van Gerwen komplettiert das niederländische Duo auf der Bühne des Winter Gardens. Ein paar letzte Probepfeile fliegen Richtung Scheibe, in wenigen Augenblicken geht's zur Sache. 22.20 Uhr Jeffrey, The Black Cobra, Dezahn. Jeffrey Dezahn spielt sein drittes Jahr auf der PDC Tour und konnte jüngst bei einem Players Championship Event seinen ersten offiziellen Titel feiern. Und auch seinem heutigen Gegner hat der 22-jährige Youngster aus den Niederlanden bereits gezeigt, dass er ihn schlagen kann. In der ersten Runde der UK Open besiegte die Black Cobra Landsmann Michael van Gerwen sensationell mit 10:8. Gelingt Dezahn heute ein weiter Coup, 22.19 Uhr, Mighty Mike van Gerwen. Michael van Gerwen ist auch in dieser Saison das Maß aller Dinge.
Trotz der schmerzhaften Halbfinalniederlage gegen den späteren Weltmeister Rob Cross bei der WM zieht MVG weiter unangefochten seine Kreise und hat in 2018 bereits satte 14 Titel gewonnen. Neben James Wade ist der Holländer der einzige aus dem diesjährigen Teilnehmerfeld, der das World Matchplay schon gewinnen konnte. Und das gleich zweimal. 2015 und 2016 stemmte The Green Machine die Trophäe in die Höhe. An den Rekord von Phil Taylor denkt der Dominator der letzten Jahre aber nicht. Phil hat hier unglaublich gespielt, aber die Zeiten ändern sich. Ich weiß, dass sein Rekord niemals gebrochen wird, aber ich möchte trotzdem klarstellen, dass dies nun meine Ära ist, gab sich Van Gerwen im Vorfeld gewohnt selbstbewusst. 22.19 Uhr der Topfavorit kommt, in wenigen Augenblicken ist es soweit, die Nummer 1 der Welt Michael Van Gerwen betritt die Bühne und macht Jagd auf seinen dritten World Matchplay-Titel. MVG bekommt es zum Auftakt mit seinem holländischen Landsmann Jeffrey de Zand zu tun.